Einsteigen bitte, Türen schließen, selbsttätig, denn ich heiße euch recht herzlich willkommen zu der ersten Fahrt in Trainsmall 3 hier bei Endplay mit mir, dem Florian aka dem Zengis. Ja, wir fahren heute auf der neuen Strecke Würzburg-Kassel-Wilmshöhe und ja, das Ganze ist Teil der Strecke Würzburg-Hannover. Das ist die erste Schnellfahrtstrecke in Deutschland gewesen und ja, hier fahren wir jetzt mit einem ICE3 nach Fulda und in Fulda steigen wir dann um und zwar in den ICE1, den übernehmen wir da und dann fahren wir mit diesem alten Schatz, der jetzt auch mit dabei ist, ja, von Fulda nach Kassel-Wilmshöhe. Soweit der Plan von diesem Szenario. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, das wird eine ziemlich rasante, schöne Sache. Und falls euch das Ganze auch gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, ran an die Arbeit, sobald hier mein Kollege den Zug hier zum Stillstand gebracht hat, beziehungsweise meine Kollegin. Na, wer fährt den Zug? Ah, da ist der Franz. Servus Franz, wie man hier in Würzburg sagen würde, ne? Okay, dann würde ich sagen, Franz, mach mal Platz. Wir steigen ein in unseren schnellsten Klimaschützer der Baureihe 403 mit einer Spitzengeschwindigkeit von 330 km/h. Recht flottes Ding, ganz ausfahren werden wir sie leider nicht. 280 ist hier Spitze angesagt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein hier in die erste Klasse. Wunderbar hier diese Sitze. Ja, mit 9 Sitzen, das hat ja teilweise gut geklappt, teilweise hat es auch Kopf- bzw. Rückenschmerzen gebracht. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier vorne in die Lounge. Ein Bereich, den ich sehr schätze, aber viel zu wenig nutze. Echt schön, kann ich jedem mal empfehlen, versuchen hier einen Sitzplatz zu bekommen, weil das ist echt sehr, sehr schön, angenehm, vor allem wenn der Lokführer diese Scheibe nicht milchig schaltet. Weil genau das kann er nämlich hier über diesen Schalter tun. Dann sieht das nämlich so aus, milchig. Aber ich bin ja ein Freund davon, dass man hier schauen kann und darf. Also lassen wir das mal schön durchsichtig. So, ja, der Franz hat sich hier schon still und leise verzogen. Weiß ich nicht, der hat es wohl eilig. So, jetzt erstmal müssen wir natürlich hier noch ein bisschen was vorbereiten, fällt mir gerade ein. Wir machen nämlich die SIFAN, die PZB und die LZB. ETCS ist jetzt gerade aus, aber haben wir hier sowieso auf der Strecke jetzt zumindest hier in der Simulation nicht mit dabei. Ja, dann können wir hier schon mal zumachen, dann setzen wir uns wieder hin. Schau mal kurz. Ah, okay, die wollen jetzt erstmal, dass ich den Zug aufrüste und dann können wir weiterschauen. Fahrtrichtungswender geht nach vorne, das Licht geht an, das hatte der Franz irgendwie komplett ausgemacht. Bisschen ambiente Beleuchtung, Führerstand ist auch ganz gut. So, jetzt machen wir uns noch kurz hier unsere automatische Fahr- und Bremssteuerung an, weil die ist doch immer sehr, sehr angenehm, gerade auf solchen LZB-geführten Strecken. So, V-Soll-Freigabe, wunderbar. Grunddisplay, perfekt. So, Beleuchtung. Beleuchtung 0, Beleuchtung 1, Beleuchtung 0, Beleuchtung 1. Naja, okay, wird schon hoffentlich passen. Und dann würde ich sagen, schau mal kurz, wir haben Abfahrt. Das heißt, wir können beide Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Perfekt. Türen sind geschlossen. Das heißt, wir können einmal die Bremse lösen. Wir erhöhen die AFB auf unsere Ausfahrtgeschwindigkeit 100 km/h. Und dann würde ich sagen, geht es los, raus aus Würzburg Richtung Fulda. So, lauschen wir mal den Sound. Zugbeeinflussung. So, 18.35 Uhr haben wir jetzt. Und bei dieser abendlichen Sonne verlassen wir dann auch den Bahnhof. Wunderbar. Ja, und somit sind wir unterwegs in Trainsmold 3. Den IC1, den schauen wir uns dann auf jeden Fall jetzt in der nächsten Fahrt an. Also von Fulda dann weiter.
Aber natürlich, der ICE3 ist auch schon bereits ein wahnsinniger Klassiker. So, jetzt sind wir auch LZB geführt. LZB ist ja die Linienzugbeeinflussung. Das heißt, wir können jetzt uns komplett von der automatischen Fahr- und Bremssteuerung steuern lassen, weil die Linienzugbeeinflussung gibt uns quasi Geschwindigkeit vor und überwacht diese auch permanent. Und ja, wenn sich da was ändert, kriegen wir das auch hier angezeigt auf unserem wunderschönen Display. Jetzt zum Beispiel hier 100 km/h. Hier stehen jetzt 13.000 Meter. Also 13 Kilometer, dann ist das nächste, was auch immer, die nächsten 100 oder der nächste Wert, der gefährlich ist, beziehungsweise das ist jetzt, glaube ich, gerade einfach nur ein Platzhalter, weil was in 13 Kilometer passiert, das interessiert uns tatsächlich nicht. Wir haben einen langen Bremsweg, aber so lange ist auch nicht. So, jetzt dürfen wir auf 160 und wir sind im ersten Tunnel. Und was soll ich sagen? Ja, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Es ist dunkel. Ja, genau, da kommen wir auch eigentlich schon zu den Neuerungen, die der neue Zugsimulator jetzt hat, im Gegensatz zu Train Simulator 2. Wir haben Optimierung am Wetter, am Licht, wie man jetzt gerade sieht, weil es ist wirklich deutlich düsterer, also gerade wenn ich hier die ambiente Beleuchtung ausmache. Generell ist das alles hier irgendwie ein bisschen realistischer, dunkler und irgendwie authentischer. Ja, ansonsten an der Fahrphysik hat sich noch was getan. Ja, Wetter, es gibt jetzt Schnee, Schneesturm, aber naja, gerade will ich mir nicht mit dem Winter dann das wunderschöne Wetter gerade draußen versauen. Aber nee, es hat sich einiges getan. Es wurden so einige Stellschrauben Richtung mehr Realismus und mehr Grafik, sage ich mal, gestellt. Und ja, was soll ich sagen? Also kann man sich jetzt überlegen, will man es haben, will man es nicht haben? Die Entscheidung liegt bei euch. Aber jetzt so, das, ja, die Strecke kann sich schon zeigen lassen. Und die Wolken, genau. Wir haben jetzt dreidimensionale, volumetrische Wolken mit am Start. Die sehen dann so aus, wie sie jetzt hier aussehen. Die machen sogar einen ganz netten Eindruck. Zumindest kein Vergleich zu Train Simulator 2. Wunderbar. Also das ist schon echt schön. Also ich finde es tatsächlich lustigerweise sehr schön, dass es dunkel ist. Also wenn es wirklich dunkel sein soll. Das ist schon eine sehr gute Sache. Tja, aber ansonsten, was soll ich sagen? Es ist eine Zugsimulation und Train Simulator 2 war ja schon da an einigen Ecken schon echt ziemlich gut. Und die Probleme, die es gab, ja, gut. Ich denke, das ist schwierig. Also da eine perfekte Zugsimulation hinzubekommen. Aber ich glaube, mit diesen Grafiksachen und Wetter und Physik und so nähert man sich da halt immer näher dran. Ja, und dann natürlich das Thema, Train Simulator 2 Strecken werden natürlich auch übernehmbar sein in die neue Zugsimulation. Größtenteils bis auf eine Strecke aus, ich meine, das war die Strecke aus dem Anfangs-Starter-Set, sage ich mal, die mit bei Train Simulator dabei war. Aber ansonsten ist da alles übernehmbar und dann muss man sich quasi in Anführungsstrichen nur noch eine Strecke aussuchen und dann ist man dabei. Oder man holt sich gleich die Deluxe Edition, wenn man alles haben will. Ja, aber Kassel, Wilhelmshöhe nach Würzburg wäre dann zum Beispiel 35,99 € und dann ist man dabei bei Train Simulator 3. Ja, gibt ja auch noch ein paar andere Strecken, die Southeast High Speed Route von London nach Ashford, Faversham. Und dann auch die amerikanische Route, den Cayon Pass von Barstow nach San Bernardino. Ja, Bernardino ist es, genau. Und ja, während ich so rede, hat unser wunderbarer ICE3 schon eine Geschwindigkeit von 250 km/h übrigens erreicht. Und brettert hier über die geschwindigkeitsreiche Strecke. Das schauen wir uns mal von außen an. Tja. Was soll man sagen? Hochgeschwindigkeit. Übrigens, wir sind hier gerade bei Kilometer 313. Das heißt, das ist die Leinachtalbrücke mit 1232 Kilometern. Und jetzt fahren wir auf die Bartelsgrabentalbrücke mit 1160 Metern. Ja, das Ganze ist Hochgeschwindigkeit at its best, sage ich mal. Also wahnsinnige Bauwerke. Generell eine interessante Strecke, auch geschichtlich gesehen. Weil es ist, wie gesagt, die erste Strecke.
die jetzt hier in Deutschland für Hochgeschwindigkeit ausgelegt wurde. Also wirklich richtig Hochgeschwindigkeit. Und das Ganze wurde gebaut zwischen 1973 und 1971. Hat laut Wikipedia 11,9 Milliarden D-Mark gekostet. Kann jetzt wieder jeder selber umrechnen, weil ich glaube, da greift dann dieser Umrechnungsfaktor von, ich sag's mal vorsichtig, älteren Damen und Herren nicht mehr. Dieses 2 Euro, das waren mal 4 D-Mark, das ist für mich viel Geld. Mit dieser Rechnung kann ich immer nicht so viel anfangen. Aber 11,9 Milliarden D-Mark auf jeden Fall ist schon, glaube ich, eine recht beachtliche Summe. Und ja, eben die erste Strecke. Das heißt, da hat man noch wirklich wenig Expertise gehabt in diesem Gebiet. Und da hat man halt auch teilweise Fehler oder Fehlplanungen gehabt. Man hat das Ganze teils wohl zu advanced geplant. Also ganz interessant. Man wollte eigentlich 300 durchgängig, aber dann hat man irgendwann gesagt, oh, vielleicht doch ein bisschen teuer. Dann wollte man da Güterverkehr drauf haben, was auch hier der Fall ist auf der Strecke tatsächlich. Es gibt auch einige Güterzugszenarien mit der Baureihe 185 zum Beispiel. Also Güterzug war immer auch schon mit in der Planung drin, aber man wollte es noch größer, noch mehr haben. Aber gleichzeitig hat man wohl nicht so wirklich die Expertise gehabt im Gleisbau. Das heißt, man hat gesagt, ah, wie viel Abstand braucht man eigentlich zwischen den Gleisen zum Beispiel? Und sowas alles. Also ja, ich glaube, auch damals ist nicht alles rund gelaufen. Ich glaube, das ist so, ja, da kann immer was schief gehen bei solchen Großprojekten. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend. Und jetzt sehen wir hier übrigens, jetzt hat es gerade gepiept, 200 km/h in 12,4 Kilometern. Ja, das ist die LZB, unser Freund und Helfer, die Linienzugbeeinflussung. Weil wie gesagt, in Kombination mit der automatischen Fahr- und Bremssteuerung ist das dann hier echt vorne ein sehr, sehr, sehr entspannter Job. Und auch ein sehr sicherer. Also das ist schon sehr gut. Ja, wobei, wenn man das so sieht, ob der Lokführerberuf so sicher ist, da manche sagen ja, boah, ey, morgen fahren wir doch schon vollautomatisch. Das sehe ich jetzt nicht so, aber manche sehen das so und manche sagen dann, boah, ja, komm, ne, Lokführer braucht es doch keine mehr und dann haben wir einen Lokführermangel. Oh Wunder, naja. Aber es ist schon faszinierend, was da alles geht, also wie viel Automatisierung da doch drin ist oder zumindest wie viel Unterstützung. Weil ich muss mir jetzt tatsächlich eigentlich keine Gedanken machen, dass ich hier zu schnell fahre. So, Kilometer 300 haben wir jetzt erreicht. Ich schau mal kurz auf meinen wunderschönen, wunderschönen Fahrplan. Weil das ist das Einzige, was tatsächlich ein bisschen schade ist. Wir haben, das schauen wir uns gleich auch im ICE 1 nochmal an, wir haben leider immer noch keinen elektronischen Buchfahrplan mit dabei. Wir haben zwar hier, glaube ich, so eine... Mal kurz schauen. Achso. Ja, wir können hier so eine Timetable einblenden und sonstiges, aber wir haben keinen elektronischen Buchfahrplan, weil normalerweise würde man sich hier auf eines der Displays diesen elektronischen Buchfahrplan draufziehen und dann wenn man, ja, hätte man alles halt hier und bräuchte kein Head-Up-Display oder sonst was, weil da stehen dann natürlich auch die ganzen Geschwindigkeiten drauf, die man fahren darf. Ja, die habe ich jetzt nicht, aber was ich jedem empfehlen kann, einfach mal die Strecke bei Wikipedia suchen. Es ist einfach und genial. Ah, da hinten war gerade ein kleiner Lichtbug. Da hat man ein Licht gesehen, wo ich dachte erst, da wäre ein Notausgang vielleicht im Tunnel. Tja, aber Wikipedia hat auf jeden Fall zu den meisten deutschen Strecken die Kilometerangaben und auch die Bauwerke und sowas. Das heißt, 290 sind wir jetzt gerade. Das heißt, das müsste dann... wo ist er denn? Mühlbergtunnel sein mit 5,5 Kilometern, also auch wieder ein wahnsinniges Bauwerk. So, jetzt sehen wir hier das G, das heißt, wir werden gleich beeinflusst, beziehungsweise wir werden schon beeinflusst. Sehr schön hier über die Hochgeschwindigkeitsweichen. Hier übrigens das Gelbe oben und unter den Hektometertafeln, den Kilometerangaben, das ist übrigens für die NBÜ, soweit ich weiß, für die Notbremsüberbrückung. Das heißt quasi, hier ist die NBÜ aktiv, die Notbremsüberbrückung. Und wenn jetzt da hinten jemand auf die grandiose Idee kommt, die Notbremse zu ziehen,
dann können wir das ganz schön überbrücken, weil in der Regel macht das wenig Sinn. Weil wenn jetzt da hinten ein Fahrgast beispielsweise eine Verletzung hat und eigentlich schnell ins Krankenhaus muss, bringt es nichts, wenn wir in 5 Kilometer Tunnel zum Stehen kommen und dann erstmal rausbeschleunigen. Das heißt, in dem Fall würde man dann erstmal versuchen, zu den Personen Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise wird es der Zugbegleiter versuchen oder einer vom Zugpersonal halt. Und dann kann man da noch entscheiden, ob man jetzt bis zum nächsten Halt fährt oder bis zur nächsten Stelle, wo vielleicht dann doch ein Einsatzwagen hinkommt. Aber in der Regel ist es nicht so sinnvoll, hier auf freier Strecke einfach irgendwo auf einer Brücke oder im Tunnel zum Stehen zu kommen. So. Ja, wunderbar. Ja, was übrigens auch noch neu ist, ist das Trainingscenter. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt noch nicht, was heißt sehr gut? Sehr gut für die Leute, die hier noch nicht so viel Expertise haben. Zumindest ist es so gedacht. Ich habe jetzt noch nicht so viel reingeschaut. Ein bisschen habe ich mal reingeschaut. Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall für jeden Anfänger was dabei. Also, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Weil so ein richtiges Trainingscenter, wo man dann eben die unterschiedlichen Loks und die Eigenschaften und so lernt, auch die Zugsicherungssysteme, das gab es ja bisher noch nicht so wirklich. Von daher ganz gut eigentlich. So, 295 sind wir jetzt. So, das heißt, das war dann der Schönrheintunnel. Das jetzt richtig gesehen habe. Also wir sind schon bei 484. Okay, das geht ja echt schneller als gedacht. Ich wollte gerade sagen, das passt nämlich nicht so. Aha. Okay. Boah, Wahnsinn. 83 sind wir jetzt. Also es geht echt, genau, Burgsinn Bahnhof sollte das dann hier sein. Klasse. So, Fulda ist dann übrigens bei Kilometer 234, das heißt, ein paar Kilometerchen davor sollten wir dann schon langsam mal bremsen, aber ich denke auch da wird uns die Linienzugbeeinflussung ein bisschen helfen. Und das finde ich irgendwie so lustig, weil die Entwickler selber haben gesagt, oder zumindest in so einem Trailer war das mal, ja, man muss wahnsinnig aufpassen, dass man nicht irgendwie hier irgendwie durch den Bahnhof durchrauscht oder so, weil man so schnell unterwegs ist, aber tatsächlich die Linienzugbeeinflussung, die verhindert unter anderem genau das. Ja, da muss man sich eigentlich in der Regel keine Gedanken machen, weil in Wolfsburg, da ist es ja wohl immer mal wieder passiert, dass ein Zug durchgekachelt ist. Aber hier ist es so, dass man in den Bahnhöfen, glaube ich, generell gar nicht so schnell fahren kann, als dass man da jetzt mit einer Geschwindigkeit jenseits der 200 reinkachelt. Also das ist alles recht entspannt eigentlich. So. Machen wir den Härtetest. Eine weitere Besserung, wo ich wirklich sagen muss, wunderschön. Motion Blur ist deutlich besser geworden. Muss man jetzt mal an dieser Stelle lobend anerkennen. Weil vorher sahen die Räder immer sehr, sehr komisch aus bei hohen Geschwindigkeiten. Aus dem einfachen Grund, weil Motion Blur irgendwas verzettelt hat. Also die wurden dann immer größer gefühlt oder hatten generell einfach Achso, der hatte noch die ganze Zeit das Normal drin, weil wir es auf gedimmt hatten. Aber das macht eigentlich, glaube ich, absolut gar keinen Unterschied, oder? Tja, gedimmt ist auch okay. Es ist ja ein Zugspitzensignal und kein Frontscheinwerfer eigentlich. Weil es ist ja nur dafür da, dass man sieht, dass der Zug auf einen zukommt und nicht von einem wegfährt. Weil wenn man wegfährt, dann sieht man halt zwei rote. Und wenn man auf einen zukommt, dann halt drei weiße in A-Form. Ist ja eher ein Signal. Weil alles, was wir sehen müssen, sehen wir auch so, weil es entweder wahnsinnig reflektiert, zum Beispiel auch die Tafeln hier und die Lichter, die Signale sind halt beleuchtet. Also das heißt, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen.
Ich meine, wir können sowieso theoretisch wie so ein Schiffskapitän im Nebel mit Radar, können wir hier einfach theoretisch so rumfahren. Aber nee, das eigentlich nicht, weil wir wollen ja erstens die Strecke sehen und zweitens muss der Lokführer ja eigentlich auch die Strecke überwachen, permanent, um zu schauen, ob es irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt oder sonstiges, was vielleicht von Bedeutung sein könnte. Weil Lokführer sieht dann zum Beispiel auch vielleicht etwaige Schäden an der Oberleitung oder sowas, kann das dann melden oder im schlimmsten Fall, ich weiß nicht, ob wir den Kollegen hier haben, jetzt sehe ich nämlich gar nichts. Ach du meine Güte. Es ist ja dunkel da drin. Uah. Ja, Entschuldigung, liebe Fahrgäste. Ja, Beleuchtung, Zugbeleuchtung, Zugverband. Kann ich hier nicht durchswitchen? Oder muss ich hier? Beleuchtung ein. Oh, hier ist die Lehne, aber oh, die ist aber riesig. Also da ist auf jeden Fall der Nacken gut gestützt. Zumal der Kopf. Na gut, dann fahren wir leider im Dunkeln. Ich muss mal den Zugführer anrufen, muss ich dem mal sagen, ey, Junge, was ist da los? Unsere Fahrgäste sitzen im Dunkeln, ist es noch keinem aufgefallen? Ja, gut, okay. Was können wir hier noch eigentlich so umbasteln? Wir können Tag- und Nachtmodus theoretisch. Kaputt gemacht. Nee, können wir leider nicht. Eigentlich gibt es doch hier immer so einen Tag-Nacht-Modus, wo das dann einfach die Farben invertiert sind. Abfertigung. Oh, gut. Bremsen fahren. Das haben wir ja eigentlich hier schon. Genau, des Weiteren können wir hier noch umschalten auf nur links oder nur rechts, falls zum Beispiel das linke Display kaputt geht. Ich weiß nicht, ob das noch mehr Beweggründe hat, aber das wäre zumindest einer. So, und jetzt sind wir wieder in einem langen Tunnel, also es ist echt Wahnsinn. Dann. Ja, was ist denn das für ein Tunnel? Ja, 10 Kilometer Landrückentunnel. Also, das ist echt Wahnsinn, was die hier reingebuddelt haben. Wahnsinn. Naja, eure Meinung über die Schnellfahrtstrecke, wenn ihr die vielleicht sogar besser kennt als ich, gerne übrigens rein in die Kommentare, genauso wie zu den Fahrzeugen, jetzt gleich auf den IC1. Da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Und ja, ansonsten auch gerne die Meinung zu Train Simulator 3 an sich, weil da bin ich so ein bisschen, habe ich mitbekommen am Rande, da streiten sich die Geister, sag ich mal. Weil viele sagen, Moment mal, das sind doch jetzt nicht so wahnsinnig viele Änderungen, warum nur neue Zugsimulationen? Aber ich meine, das Thema haben wir schon mit dem Train Simulator die ganze Zeit gehabt, da haben wir ja auch jedes Jahr eigentlich eine neue Version bekommen. Und das war aber ein Update in der Regel. Das hat man ja so oder so bekommen, ob man will oder nicht. Und dann konnte man sich halt, wenn man will, noch die Strecken dann dazu holen als Bundle. Und das ist ja jetzt hier eigentlich ähnlich. Also die Standard Edition kriegt man für 44,99 €. Mit dabei ist das Training Center, halt die drei Strecken. Und Spirit of Steam, also die Dampfstrecke in England, die ist nicht mit dabei. Die ist nur in der Deluxe-Version dabei. Oder man holt sich die Spirit of Steam Edition bzw. das Spirit of Steam Starter Pack für 35,99 €. Und ansonsten kann man jede Strecke eigentlich für 35,99 € sich holen und hat dann die Strecke plus Train Simulator 3. Man kann dann aber alles aus Train Simulator 2 fahren, soweit.
was dann teilweise wohl auch noch Stück für Stück ein bisschen aktualisiert wird, aber nicht direkt das neue Wetter und das neue Lichtsetting und sowas hat. Tja, also wie gesagt, da muss halt jeder selber sich das überlegen und ich weiß nicht, wie es dann später sein wird, ob man dann sich einfach auch Train Simulator 3 vielleicht mit einer anderen Strecke holen kann. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber trotzdem, theoretisch für 35,99 € ist man dabei. Und da muss man halt wirklich selber überlegen, ob es einen das wert ist. Ansonsten, Train Simulator 2 funktioniert ja immer noch. Ja, aber ich verstehe auch ein bisschen, ja, warum sich da manche aufregen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es geht schon. Und ich meine, man wird da auch zu nichts genötigt. Und wenn man die Strecke sich sowieso holen würde, dann ja, ist die eigentlich zu einem Preis, wo man vielleicht sagen kann, okay, das ist es mir wert. Aber wie gesagt, das muss man wieder dann selber für sich entscheiden. Ja, und man weiß halt auch nicht, was da im Hintergrund noch alles abläuft. Kann ich nur auf das Interview vom Ansgar auf der Gamescom verweisen, auch hier auf dem Kanal, wo er mit einem aus dem Entwicklerteam da gesprochen hat. Und ja. Das ist schon spannend, also gerade auch wie viel Zeit sowas in Anspruch nimmt. ICE 1 hat, meine ich, ein halbes Jahr und so eine Strecke ein ganzes Jahr. Also es ist schon teils nicht ohne, also da steckt auch viel dahinter. Und jetzt muss ich aber mal ganz kurz was schauen. Das sind ja Hochgeschwindigkeitsweichen, weil wir fahren ja mit 200 noch was drüber. Haben die? Nee, haben die nicht. So, jetzt liebe Gleisbauexperten, schaut euch das an. Ich glaube eigentlich, dass Hochgeschwindigkeitsweichen ab einer gewissen Geschwindigkeit, mit der sie überfahren werden. Was? Was ist denn jetzt los? Störung? Na gut. Hat sich wieder beruhigt. Störung kommt übrigens auch, wenn der Zugfunk weg ist. Weiß nicht, ob das hier im Simulator auch so ist. Ich glaube, jetzt war es nur, weil der mich neu in den Führerstand reingeladen hat quasi. Aber Störung hört man öfters, wenn das gute Funknetz mal wieder weg ist. Aber wo war ich stehen geblieben? Bei der Hochgeschwindigkeitsweiche, genau. Ja, die ist, glaube ich, meiner Meinung nach nicht so ganz akkurat modelliert. Weil eigentlich haben die nämlich so bewegliche Herzstücke. Also quasi das, wo das linke und das rechte Gleis sich sozusagen kreuzen. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und das ist dann einfach so ein Gleisstück, was sich dann dreht, je nachdem, in welche Richtung der Zug fährt. Weil es muss ja dem Stand halten. Und darf nicht so eine Lücke bilden, weil das wäre ja gefährlich und würde rappeln und ist unschön. So. Jetzt cruisen wir hier ganz entspannt Richtung Fulda 240. Das heißt, wir haben noch 6 Kilometerchen. Und dann sind wir in Fulda. Steigen um in die alte Kiste. Ja, alte Kiste, das ist ja wirklich wortwörtlich gemeint. Ich meine, die Dinger sind teilweise ja schon echt, nicht nur teilweise, sie sind historisch. Und das ist schon echt Wahnsinn, weil ich meine, das waren die ersten Serien-ICEs, sage ich mal, die auf deutscher Strecke unterwegs waren. Davor war ja noch dieser ICE Experimental. Es waren ja 2 Triebköpfe, 3 Mittelwagen und sehr aerodynamisch. Also da hat man nochmal richtig auf Aerodynamik Wert gelegt, weil da waren ja die Übergänge, die wir ja... Jetzt müssen wir kurz schauen. Na, der leitet uns schön auf 0 runter. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nichts befürchten. Ne, diese Übergänge hier zwischen den Wagen. Selbst beim IC3 haben wir ja hier eine mächtige Lücke. Und das war beim ICEV, beziehungsweise, ja, ICE-Versuch, nee, das ist, glaube ich, dieser Schnellfahrt-ICE beim ICE-Experimental. So hieß, glaube ich, der Vorgänger quasi, der ICE-Prototyp, sage ich mal. Bei dem waren die Übergänge tatsächlich komplett bündig geschlossen, mit so beweglichen Elementen und so ganz, ganz wild und echt spannend. Tja. So, jetzt geht's hier wieder runter auf 100. Wir sind jetzt bei Kilometer 236. Das heißt, wir können jetzt auch gleich ganz langsam bremsen.
haben wir sowieso erstmal auf die 100 runtergebracht. Ganz, ganz langsam. Kommt ein Kollege wieder entgegen mit einem IC1, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ich habe ihn mir schon angeschaut. Wird gut. Wird richtig gut. Das heißt, ganz langsam, damit die Damen und Herren im Bordbistro nicht ihr Essen verlieren, gehen wir jetzt mal in die Eisen. Genau, hier müssen wir jetzt nichts bestätigen übrigens von der PZB her, weil wir sind ja LZB geführt. Das Einzige, was man jedoch wirklich unbedingt immer bestätigen muss, ist LZB-Ende übrigens. Das passiert, glaube ich, in die andere Richtung irgendwann, weil ja, in Würzburg ist, glaube ich, keine LZB vorhanden. Da muss man dann tatsächlich einmal kurz diese mittlere Taste drücken quasi, also Ende. Wir werden hier schön reingebremst von der LZB. Klappt ja famos. So, weg von der Kante. Kann ich nicht leiden. So. Oh, oh, oh. Stand da was mit Verspätung für unseren Zug? Schauen wir uns gleich mal an. Oh, 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 oh. Ja, ja. Sehr gut. So, wunderbar, den Kollegen. Oh. Psst. Ursula? Bist du es? Ja, okay. Wir müssen hier raus. Ursula hat meinen Platz eingenommen. Tja, und ich würde sagen, lassen wir Ursula mal ihren Dienst vollenden. Und wir sehen uns im weiteren Video. Im IC1. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, euer Florian, aka der Zingles.